Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. A game created and developed by Naughty Dog. Und willkommen zu meinem dritten Replay, natürlich zu Crash 3. Jawohl, wir drehen einmal mehr die Zeit zurück. Wir werden diesen geilen Teil nochmal spielen. Oh, ich bin gerade wahnsinnig excited. Ich habe einfach so Bock auf das Spiel. Habe aber gleichzeitig ziemlich viel Schiss, muss ich sagen. Platin, erstes Mal. Ja, es wird schlimm. Ich habe mir gerade schon die ganzen Platin-Zeiten aufgeschrieben aus meinem Let's Play. Den Spielstand habe ich natürlich noch. Können wir immer schön die Zeiten vergleichen, wie wir beim letzten Mal waren, wie wir diesmal waren und so weiter und so fort. Was wollte ich noch erwähnen? Genau, bei zum Beispiel Toad Village oder so, da hatte ich Platin schon im Let's Play geholt. Und da habe ich dann einfach die Zeit aufgeschrieben, die ich da habe, als Referenzzeit, weil wenn ich die erreiche, dann habe ich sowieso Platin. Ja, ist aber auch eigentlich vollkommen egal. So, gerade läuft die Demo, die lassen wir auch direkt mal laufen, würde ich sagen. Wieso nicht? Ah, da habe ich auch was gelesen. Das war auch in irgendeinem Trivia. Von denen habe ich nämlich ganz viele aufgeschrieben. Tolle Überleitung. Wenn man nämlich irgendeine Taste drückt während der Demo, dann kann man den Charakter in der Demo steuern. Zumindest war das bei Coco bei einem Fluglevel so. Könnten wir eigentlich direkt mal ausprobieren. Ich muss jetzt nur gerade nochmal genauer wissen, was ich da überhaupt machen muss. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, das weiß ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber irgendwie finde ich es gerade nicht. Das klingt nicht halb so geil, ne? Wie der komische Typ das sagt. Nee, das ist, glaube ich, die deutsche Synchronstimme von Cortex gewesen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Das war in Crash Bandicoot 2 nämlich auch so. Ja, also natürlich, es wird ein 105% Run, was auch sonst. Und eben Platin-Relikte. Das ist noch hier bezüglich meines Replays jetzt zu erwähnen. Ich meine, es war Dreieck. Ich versuche das gleich einfach mal, deswegen warte ich jetzt nochmal kurz. Ich will euch natürlich auch direkt wieder das Easter Egg zeigen mit Akku, wenn wir aus dem Level rausgehen, ohne was zu schaffen. Passiert letztlich genau dasselbe wie bei, hier, sag schnell, Crash 2. Da kackt uns Cortex an. Scheiße. Okay, hier hat das jetzt mit dem Dreieck nicht funktioniert, weil das dann direkt abbricht. Ich will das eigentlich gerade ausprobieren, muss ich sagen. Tut mir leid, wenn es jetzt ein bisschen langweilig ist. Währenddessen kann ich euch nur mit der Trivia versorgen, dass das Spiel 10,5 Monate in der Entwicklungszeit war. Und, wo war denn die eine Trivia noch? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, es war der, ich glaube, 22.01. Genau. 22.01.1998, also genau 3 Tage nach meinem Geburtstag, hat Charles Zembias, Zembias, doch, ich glaube, der wird auch gesprochen, es ist der Zeichner von Naughty Dog gewesen, zum ersten Mal die Vorlage von Entropy gezeichnet. Ja, nur mal so als Hinweis. Mit diesem Trivia werde ich euch voll spammen. So, und wenn wir da jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit 3 gedrückt hätten, bevor die Demo gestartet ist, ich glaube, dann hätte man sie steuern können. Irgendwie sowas ist das. Ich kenne mich da jetzt nicht genau mit aus, aber ich habe jetzt einfach Bock auf das Spiel und will starten, natürlich, so. Intro. Natürlich unmittelbar nach Crash 2. Uka ist frei. Nein, das kann nicht sein. Böse. Das Böse kommt über uns. Niemand wagt, den großen Uka zu enttäuschen. Doch du, Cortex, hast mich 2-mal enttäuscht. Großer Uka. Das war dieser fiese Bandicoot. Ich habe dir simple Anweisungen erteilt, die du nur befolgen solltest. Doch die
Edelsteine sind weg. Die Kristalle sind weg. Und meine Geduld auch. Auf diesem Planeten gibt es keine Kraftquelle mehr. Ich weiß, wir hatten einige dumme Rückschläge. Und hab versagt. Doch da dein Trottel mich befreien konnte, bin ich heute mal großzügig. Es gibt noch einen Weg für uns, die Macht zu erlangen und diesen elenden Planeten zu versklaven. Und diesmal sorge ich dafür, dass du alles richtig machst. Nach langen Jahren wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem Kerker befreit. Vor langer Zeit sperrte ich ihn dort ein, um die Welt vor seiner Bosheit zu schützen. Nun ist er frei und muss gestoppt werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen mit dieser Zeitmaschine die Kristalle finden, die über die Zeiten verstreut sind. Ihr seid hier, um die Kristalle zu finden, bevor sie es tun. Um die Zeitpforte zu öffnen, stellt euch einfach auf die Schaltfläche und springt durch die Pforte. Viel Glück. Oh, endlich, ja, das ist wie immer sehr lange Intro. Ach, ich freue mich einfach drauf, jetzt endlich spielen zu können. Jawohl, jawohl, was können wir? Wir können jetzt natürlich im Gegensatz zu Teil 1 rutschen und den Body Slam. Joa, nur nochmal als kleinen Reminder hier. Ach, ja, es geht los. Ich freue mich richtig drauf. Es wird so cool, aber wahrscheinlich auch mega schlimm für mich. Moment, habe ich gerade bemerkt, ich muss mal gerade die Vibrations ausstellen, das mag ich jetzt nicht so. Moment, ich muss draufdrücken, ja genau, okay. Kräfte nichts. Kräfte steht da übrigens nicht Crash. Kräfte, gut. Ja, gut, Toad Village. Dann werden wir uns ins erste Level stürzen und dann gleich natürlich direkt rausgehen, ohne irgendwas zu holen, damit wir von Akku zurechtgestutzt werden. Crash, Crash, Crash. Wieso musst du dich immer einmischen? Schau, ich habe auch eine Maske, die mir hilft. Wir werden ja bald sehen, wer von uns der Stärkere ist. Den Satz kann ich natürlich mittlerweile mitsprechen. Eins der geilsten Zitate aus Crash ever. Ich habe immer noch keine Zitatenliste gemacht. Mann, Mann, Mann. Und da war die geilste Woche aus Crash Bandicoot. Oh. Es ist schön. Es ist richtig, richtig schön. Aber, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal rausgehen und Akku aufregen. Ich glaube, jetzt kommt nämlich direkt die Nachricht, ja. Crash, Coco, ihr habt den Kristall auf dem letzten Level vergessen. Schnell, geht zurück und holt ihn. Cortex Handlanger suchen in diesem Moment danach. Okay. Ich weiß nicht, ob der sich auch so richtig aufregt wie Cortex oder ob der uns wirklich nur darauf hinweist. Ich weiß es nicht. Das werden wir jetzt sehen. Ich kenne die Sequenz nicht richtig. Also ich weiß nicht genau, was er sagt. Deswegen einfach nochmal. Ich weiß noch nicht, wie viele es davon gibt. Bei Cortex im zweiten Teil gab es ja 3 Stück. Und dann haben sie sich immer wiederholt. Also immer wieder die letzte hat sich dann wiederholt, wenn wir das nochmal gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele es hier gibt, aber ich gehe einfach auch mal von 3 aus. Deswegen mache ich das jetzt 3-mal und dann ist gut, denke ich mal. Ich will es euch einfach nur zeigen, weil es witzig ist. Crash, Coco, ihr hört mir ja gar nicht zu. Findet diese Kristalle, bevor Dr. Cortex uns alle versklavt. Vielleicht steht Coco ja aufs Versklaven. Ich weiß es ja nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Nicht bei ihr. Okay. Jetzt müssen wir aber wirklich mal den Kristall finden, bevor uns Cortex versklavt, ne? Im Leben nicht. Das machen wir nicht. Nein. Wir werden ihn jetzt noch mehr aufregen. Bin ich mal gespannt, ob er jetzt richtig ausrastet. Weil das war jetzt schon mit ein bisschen mehr Nachdruck, ne? Von wegen, ja, Cortex versklavt und sonst. Beeilt euch doch mal, Kinder. Na, gib Gas, Mensch. Ah, okay. Es gibt nur 2. Okay, gut. Hätten wir es geklärt. Akku ist es leid. Wir sind so dumm. Wir sind so dumm, die Welt zu retten. Er hat sich jetzt andere Schützlinge geholt. Naja. Okay, dann werden wir jetzt wirklich mal mit dem Spiel anfangen. Und ich freue mich einfach so wahnsinnig darauf. Ah. Und das Spiel ist ja so benutzerfreundlich eigentlich. Ne? Hier, wir bekommen direkt angezeigt, ah, wir brauchen 42 Kisten. Und ehrlich. Oh. Ich glaube, die Musik werde ich 1000-mal mitsingen und mitsummen. Und ach, es ist schön. Es ist richtig schön. Hallo Steinbock, yeah.
Willkommen im Club. Oh mein Gott, den Satz habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr gehört. Auch schon so aus der Mode. Ach, oh, Kisten zerstören. Das ist so schön, das ist so schön. Ja, gestern war der Crash Bandicoot Super Stream hier vom Zuckzui. Kam natürlich auch Crash 3, ne? Er hat die ersten drei Crash-Teile gespielt und jetzt habe ich einfach extremst Bock darauf, dieses Replay hier anzufangen. Ich habe es mir lange aufgespart, weil ich einfach... Ja, ich wollte es nicht machen wie bei den ersten beiden Crash-Replays. Da hatte ich die beiden Projekte eigentlich schon aufgenommen, bevor ich überhaupt das erste Video hochgeladen habe. Und das ist eigentlich nicht so geil. Aber ich denke, das hier wird jetzt relativ zeitnah kommen. Also gestern war der, keine Ahnung, 23. Muss ich mal gerade nachgucken. Ja, gestern war der 23. Mai. Auch der ESC. Ich bin sehr froh, dass Schweden gewonnen hat und nicht Russland, weil ich Schweden einfach viel besser fand. Aber egal. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich freue mich einfach nur wahnsinnig auf diesen Crash-Teil hier. Habe ich jetzt, glaube ich, schon zum 4. Mal so gesagt. Aber es ist doch einfach so und ich möchte euch an meiner Euphorie teilhaben lassen. An meiner Euphoria. Ach, wieder die Überleitung zum ESC. Ja, schön. Okay. Ich bin nochmal sehr gespannt, wie es hier mit meinem Leben aussieht. Wer sich erinnert, ich habe ja damals bei meinem Let's Play eine Lebensstatistik gemacht. Oder wie habe ich sie genannt? Ich glaube, doch so irgendwie. Lebensstatistik. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das war jetzt teilweise nicht so souverän. Ich glaube in Future Frenzy oder Gun Tomorrow bin ich auch mal öfter Game Over gegangen. Das war ein bisschen peinlich, aber gut. Ist halt so. Ach, die Checkpoints nutzen wieder was. Das ist so schön. Ah, oder bringen, besser gesagt. Nicht nutzen. Nutzen ist komisch, das Wort in dem Zusammenhang. Und die Schwerthainis schwingen immer noch ihre lustigen Sachen hier. Ihre Schwerter. Das erste Level ist so schön und wir werden ganz am Ende wieder zurückkommen hier. Das ist eigentlich das letzte Relikt, was ich holen will. Ich glaube, das wollte ich auch im Let's Play machen, hab's aber verkackt, oder? Oder das war im 4. Teil, ich weiß es nicht. Oder in beiden sogar. Auf jeden Fall müsste es statistisch gesehen eigentlich gehen. Weil ihr wisst ja, dass man das letzte Relikt oben im geheimen Warp Room... Also ich erkläre das Spiel jetzt auch nicht hier nochmal für alle, die jetzt neu dabei sind, weil... Ja, ich gehe von einem Replay einfach davon aus, dass ihr das Spiel kennt. Die meisten kennen das ja so, ey, das kennen alle. Das kennen alle, die das Replay jetzt gucken werden. Insofern erkläre ich da jetzt auch nichts mehr. Na, auf jeden Fall gibt es ja oben im geheimen Warp Room dann für 25 Relikte ein weiteres Level. Und ich habe das damals ein bisschen verkackt, glaube ich, weil ich gedacht habe, okay, dann müssen wir wirklich alle aus den 5 Warp Rooms haben, aber das ist ja gar nicht der Fall. Man kann ja noch bei Ski Crazed oder bei Area 51 zum Beispiel das Relikt holen oder natürlich auch Aegipus Rex oder Hot Coco. So, ja, Relikt machen wir natürlich später. 1, 2 haben wir hier als Saphirzeit. Ich habe in meinem Let's Play 42, 7, 6 gehabt als Zeit. Und das war Platin. Wir gehen jetzt nach Under Pressure hier, ne? Und das Problem ist, da könnten wir theoretisch schon das Relikt holen. Es ist aber dann natürlich extrem schwierig, hier ein Platin-Relikt zu holen. Und deswegen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Ob ich die Platin-Relikte vielleicht dann erst am Ende mache oder ob ich jetzt quasi schon immer, wenn ich kann, versuche, das Platin zu holen. Im Let's Play habe ich das auch so gemacht, dass ich immer direkt in den Leveln, wo ich es holen konnte, zum Beispiel hier Under Pressure, dass ich dann wirklich schon das Relikt geholt habe. Das Ding ist nur, dass es Platin jetzt ist in dieser Challenge. Ich bin wirklich so verrückt. Also ich kann mir... Oh Gott, ist das schlecht. Ich kann mir, glaube ich, noch nicht so wirklich vorstellen, was es jetzt hier für mich bedeutet, hier Platin zu holen. Was das für Ausmaße annehmen kann. Ich glaube, jetzt werde ich wirklich rage in dem Projekt. Ich bezwinge es ja quasi schon. Ich erzwinge es, besser gesagt. Ich beschreie es ja schon, dass ich hier rage. Weil ich mir jetzt so eine riesen Challenge hier aufbürge. Für manche ist es vielleicht nicht schwierig, die schon 1000 Mal das Spiel durchgespielt haben. Bei mir geht's eigentlich. Also es... Ich habe es noch nicht so oft durchgespielt, muss ich sagen. Zu 105% sogar erst einmal, und zwar im Let's Play. Vorher habe ich es noch nie zu 105% durchgespielt. Insofern, das ist schon eine Herausforderung für mich, auf jeden Fall. Und ich werde schreien, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Vielleicht nicht so viel wie ein Crash Bash, aber doch. Ich werde fluchen, da bin ich mir sicher. Ja, und Gold ist halt ein ganz anderes Kaliber jetzt als Platin. Und Platin kann eben auch dementsprechend lange dauern. Und dann denke ich mir halt, soll ich dann halt direkt am Anfang so den ersten, ich meine, das ist ja jetzt hier das zweite Level, dann würde ich im ersten Part von vielleicht bis Part 8, sei jetzt mal, wenn es gut läuft, an einem Platin-Relikt schon hängen. Und ich weiß nicht, ob das am Anfang vom Let's Play so gut ist. Andererseits würde man sonst eben direkt durch die Level durchrushen und Edelsteine und Kristalle holen. Und ich bin so dumm! Ja, komm, töte mich, du! Alter, ich bin so scheiße! Ich will hier Platin holen? Ist das mein Ernst? Ich kacke hier bei dem ersten Level beim Edelstein ab.
I mean, what the fuck? Ich sollte es direkt lassen, glaube ich. Moment, ach, ich bin so... Oh Gott. Sorry. Ich habe jetzt echt nicht geblickt. Oh Mann. Ich muss doch nach... Oh. Fängt jetzt schon an. Also, wer hier irgendwie einen Death Counter machen will, der wird Spaß haben. Vor allem, wenn er die Relikte mitzählen will. Also die Versuche, die ich bei den Relikten brauche. Weil es sind ja eigentlich nur indirekte Tode. Tode, die nicht mitzählen. Wie zurück zu sich nennen würde. Naja, Bonuslevel Crash 1. Ach ja. Naja. Ist auch egal. So. Na, mit dem Hai, das war schon wieder richtig geil. Also ich muss mich erstmal wieder an die Kollisionsabfrage hier gewöhnen und an die Trägheit dieses lustigen Geräts hier. Den komischen Fisch. Es wird lustig. Ich glaube, darauf können wir uns schon mal einigen. Für wen, das stellt sich heraus. Also es dürfte ja auch eigentlich keine Überraschung sein, dass ich nach diesem Projekt... Es ist komisch, dass ich jetzt schon anfange, über das Projekt danach zu reden, aber ne... dass ich da natürlich auch nochmal Crash 4 Let's Replayen werde. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Also Goldrelikte werde ich natürlich auf jeden Fall holen. Das habe ich auch im Add-on-Projekt später noch gemacht. Was mache ich denn für eine Rotzkacke? Ich bin so gottverdammt schlecht gerade. Das ist ja nicht möglich. Ey, bei Crash 2 skill ich so durch. Crash 1 lief auch relativ gut. Und jetzt verkacke ich hier richtig im, ich sag mal, einfachsten Teil. Also zumindest was jetzt das Gameplay an sich angeht mit Kristall und Edelstein. Die Relikte sind natürlich nochmal was anderes, aber benutzerfreundlich auf jeden Fall. Und da verkacke ich jetzt mega. Das kann doch jetzt nicht... Das kann es nicht sein. Ich habe vollkommen den Faden verloren. Ach so, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie es da mit den Platin-Relikten aussieht. Ich bin so scheiße! Alter! Was geht denn mit mir? Was geht mit mir? Ja komm, töte mich. Danke. Ey, das ist jetzt echt nicht wahr. Ich will das Level jetzt auf jeden Fall noch beenden in diesem Part. Das kann es nicht sein. Also ich glaube, es ist gut, dass ich jetzt nicht so wirklich viel Zeit habe. Ich habe eine Stunde 15 Zeit, weil dann kommt Formel 1, Monte Carlo. Und ich habe eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr, wenn ich mich selber spielen sehe. Also Bock habe ich auf jeden Fall. Richtig geladen, ey. Ich habe so... Ich könnte jetzt echt 2 Stunden durchballern, glaube ich. Aber wenn ich mich hier spielen sehe, da habe ich direkt wieder keinen Bock mehr. Kann ja verstehen, wenn er da abschaltet, ey. Also das ist ja so schlecht. Und ich würde mich eigentlich als Advanced-Spieler in diesem Spiel hier bezeichnen. Generell in der Crash-Reihe. Und das ist gerade mal absolut nicht das... Das ist gerade absolut nicht der Anspruch, den ich haben will. Also den ich eigentlich habe. Da gibt es ja eine Maske in der Kiste. Das habe ich bisher noch nicht erfahren. Dass in diesen Drehkisten auch Masken gibt. Gut. Wir haben den Edelstein und den Kristall in Under Pressure. Das ist der Wahnsinn. Das hätte ich ja niemals gedacht, dass ich da so faile. Und Freunde, es wird im nächsten Part noch viel lustiger. Da haben wir eine 1:10:48 zu knacken. Und das wird einfach so richtig scheiße. Also stell dich schon mal drauf ein, die nächsten, wahrscheinlich 6 Parts oder sowas, werden wir jetzt nur Under Pressure sehen und versuchen, das Platin-Relikt zu holen. Ja, das wird lustig. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem auf das Projekt und auf den nächsten Part. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Tschüss.